Anfangszeiten, die vier Meistertitel 93 bis 96, was geht da durch den Kopf? Ja, bei meinem Alter sind natürlich die Anfangszeiten noch viel früher als bei diesen vier Meistertiteln. Ich habe als Kind das schon erlebt, nämlich der allererste Meistertitel, der im 67. Das war eine Zeit, in der ich in der Nähe aufgewachsen bin, vom Schulweg. Und muss sich vorstellen, da hat es noch keine Medien gehabt, wo man einfach ein paar Minuten später oder Sekunden braucht, später gewusst, ob einem das Goal gefallen ist. Das Eisfeld war nicht gedeckt, also habe ich einfach, weil ich unter der Woche nicht an die Matcha durfte, habe ich einfach mich ins Kinderzimmer zurückgezogen, die Fenster auf da, und dann habe ich Angst, aufgrund von dem Kiol, habe ich Angst versucht, Goals zu zählen und zu hoffen, ob es jetzt echt mir gewinnt oder nicht. Und dann ist mir am 4.10 ist mir ans Telefon 164 gewählt und da sind Sportresultate durchgekommen und da habe ich gewusst, wie die Resultate waren. Ich bin an jedem Match immer mit zittrigen Füchten an das Telefon und habe das Resultat gesucht. Dann aber natürlich die vier Meistertitel, ja selbstverständlich, die habe ich natürlich auch erlebt. Da war ich dann schon erwachsen und bin natürlich dort an jedem Playoff-Match. Ich bin auch auswärts geschaut und ich habe die wirklich natürlich mit grosser Freude erlebt. Und ja, es war schon eine Erlösung damals, nach fast 30 Jahren wieder Meister zu werden, wo man eigentlich denkt, das wäre nie mehr der Fall. Das war eine Erlösung. Und dass es dann viermal geworden ist, das war dann wirklich natürlich toll gewesen. Und das Hockeyfieber, ist das immer noch so präsent jetzt? Also, was hat Hockey jetzt heute für dich für eine Bedeutung? Ja, ich glaube, wenn man das einmal, den Virus einmal gefangen hat, ich sage jetzt ein Hockey-Virus, dann ist das, dann wird man den immer los, zum Glück. Und das ist bei mir auch so. Und ja, so ist, vielleicht ist es nicht mehr 24 Stunden im Tag, weil es vielleicht noch Jugendzeiten war. Aber sobald ich Richtung Stadion laufe oder im Stadion rein bin, dann ist er wieder voll da und dann kann man sich auch mal vergessen. Und das ist ja genau schön am Hockey, dass man eben mal für 2-3 Stunden Alltag vergisst und auch etwas an Freude hat, wo man sonst nie nicht überkommt. Und das ist das Einmalige am Sport und ganz besonders an dem schnellen, tollen Sporthockey. Dann gehen wir zurück auf die Saison. Wie hast du dich miterlebt? Ja, es war ja eine gute Saison, wo ich einfach gespürt habe, dass da wirklich etwas aufgebaut wird, dass da auch ein Spielsystem da ist, dass die Spiele für Swiss League Verhältnisse extrem gut waren. Und ich habe es manchmal spannender gefunden als noch in der obersten Liga in den paar Jahren vorher. Es hat einfach begeistert und mich hat auch begeistert natürlich, wie die Leute gekommen sind, wie die Leute mitgemacht haben und wie einfach die gute Stimmung war. Von dem her war es eine tolle Saison bis Anfang März oder Ende Februar. Und, es ist jetzt so und ich freue mich jetzt schon wieder auf das nächste Jahr. Aber du sagst, die Unterstützung, ganz spezifisch von Kloten, von der Stadt, die ist unglaublich gross. Ja, die Unterstützung ist von Kloten gross, von der Stadt, aber ich denke auch von der ganzen Region. Und gerade das eben auch eine ganze Region oder sogar eine grosse Region so dahinter steht und wir einfach in dem Sinn im Zentrum stehen. Das motiviert natürlich auch uns lokal, uns weiterhin für den EHC und fürs Hockey einzusetzen. Und das ist eine Motivation und das wird auch in den kommenden Jahren, bin ich sicher, wird das anhalten. Zumindest solange ich auch noch da etwas zu sagen habe. Aber auch dann, es wird auch nach mir weitergehen. Ich weiss, dass auch wie die jüngeren Leute wieder voll dahinter stehen und dass da eine Euphorie oder einfach eine positive Grundstimmung da ist, die wirklich Freude macht. Was hat denn der EHC Kloten für eine Bedeutung auf die Stadt Kloten jetzt gesehen? Ja, der EHC Kloten ist untrennbar verbunden seit 85 Jahren mit dem EHC Kloten. Wenn man in der Schweiz von Kloten redet, muss ich nicht erklären, dann sagen mir immer alle Leute, ja, Flughafen und EHC. Also es ist einfach unseres, oder die Hälfte von euch, die andere Hälfte ist der Flughafen, aber es sind zwei Markenzeichen, eines davon ist der EHC. Und das ist schön, wenn man das haben kann und das kann man nicht kaufen, das muss man erschaffen. Und das hat man jetzt über 80 Jahre lang daran geschafft oder das durchgehalten. Und ich wünschte mir, dass das weitere
70 Jahren so ist, so, dass man dann als 150-Jährige feiern kann, unsere Nachkommen. Ja, und der Club darf immer auf eure Unterstützung zählen. Ihr habt alles gegeben im Böck. Also, da ist eine Verbundenheit da. Ja, da ist eine Verbundenheit da, aber man macht das natürlich auch, eben, weil es ein Teil des Lebens ist. Ich habe das erklärt, schon von Kindheit an. Aber man macht es auch, weil man spürt, wie vielen Leuten man da Freude machen kann, für wie viele Leute das eben auch ein Lebensinhalt ist. Und man macht es auch, wie man sieht, wie ganz viele Leute da auch gute Arbeit leisten, auch die heutige Führung und das ganze Staff, die da wirklich auch mit vielen Freiwilligen und allem an dem arbeiten. Und ich glaube, wenn man das spürt, und dann nachher ist es ja eigentlich nicht als selbstverständlich, dass man das überall, wo man kann, auch unterstützt. Und auf die Unterstützung wird man euch weiterhin erzählen. Was ist allgemein die Motivation und die Ziele für die Zukunft? Ja, ich denke einfach, dass Hockey weiterhin eine tragende Rolle spielt in Kloten. Am liebsten natürlich wieder in der obersten Liga. Aber wichtig ist ja auch schlussendlich noch der Verein, EHC Kloten mit der ganzen also die Young Flyers mit der ganzen Juniorenbewegung, die auch in der ganzen Region eigentlich all die Hockeytalente ausbildet und gefördert werden. Und ich glaube, das ist Motivation und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und so, dass einfach Kloten das Hockeyzentrum ist von eines von den paar Hockeyzentren, die die Ostschweiz hat. Und dein Herz, das wird, so wie man es merkt, weiterhin für das Hockey schlagen? Ja, das wird weiterhin für das Hockey schlagen, da bin ich überzeugt. Aber es ist ja nicht so, dass man mich irgendjemand anders hertransferieren kann. Es wird für Kloten schlagen, in welcher Liga auch immer ist. Mein Ziel wäre klar. Es wäre schön, wenn wir wieder zuvorderst dabei wären. Schöne Worte von René Huber.